Ich muss was für meine Zukunft tun. Es wird allmählich Zeit. Also packe ich meine Gitarre ein. Bis zum Fernsehen ist ja nicht so furchtbar weit. Der Pförtner, das ist nicht ganz schlauer, schaut mich an und weiß gleich Bescheid. Immer nur der Nase nach, sagt er, bis zum Studio Nummer 9. Ja, also vielen Dank, Herr Pförtner, ne? Zu Kollegen soll man ja freundlich sein. Ich gehe dann den Flur geradeaus entlang. Da ist eine Tür, ich denke, na guck mal rein da. Plötzlich grilles Licht. Ein paar Leute fangen an zu grölen. Du Idiot, Mensch, hier ist die Tagesschau und nicht Studio Nummer 9. Das Aktenzeichen X bleibt ungelöst. Man sieht das Sinn oft auf den großen Preis. Das Dalli-Dalli hier ist nur Klimbim und es ist schon 3 nach 9. Tatort, Titel, Thesen, Temperamente. Derek bringt das Wort zum Sonntag rein. Doch mein Treffpunkt heißt nicht New York, sondern Studio Nummer 9. Also schlurf ich weiter den Gang entlang. Klopf mal hier und manchmal da. Ich treff den Herrn von der Wetterkarte. Doch der niest so sonderbar. Ein anderer Herr mit Brille fragt, welches Schweinel darf's denn sein? Doch ich schüttel nur den Kopf und frag, wo ist Studio Nummer 9? Das Aktenzeichen X bleibt ungelöst. Man sieht das Sinn oft auf den großen Preis. Das Dalli-Dalli hier ist nur Klimbim und es ist schon 3 nach 9. Tatort, Titel, Thesen, Temperamente. Derek bringt das Wort zum Sonntag rein. Doch mein Treffpunkt heißt nicht New York, sondern Studio Nummer 9. Ich werde allmählich ganz schön müde. Dabei würde ich doch so gerne im Fernsehen sein. Jetzt traue ich meinen Augen kaum. Davon ist doch Studio Nummer 9. Ganz gelangweilt gehe ich auf eine Klinke zu. Plötzlich stehe ich wieder im Freien. Jetzt weiß ich, wie man zum Fernsehen kommt. Durch den Eingang Nummer 9. Mensch, Kerl, haben sie mir da eingemacht?